Hallo? Kann ich das jetzt nicht? Hallo? Bewegen? Ah, sieh mal an. In die richtige Richtung. Abmenü to unload ist da ein kleiner Knopf. Der hat aber letztes Mal bei mir nicht funktioniert. Das war die Dachschräge. Knatterknarre. Komm her. Komm her. Ich hab's. So, dann. Magazin so rein. Oh, huch. Oh, da ist eine Wand. Eine schöne Wand. Eine ganz schöne Wand. Ich will meine Pistole wieder haben. Ich will meine Pistole wieder haben. Ah, lass das! Den habe ich voll vergessen. Und. Oh. Das war jetzt nicht so gedacht. Jetzt komme ich nicht ran. Ich komme nicht ran. Es ist irre laut und es ist gruselig und ich hasse das. Komm her, du Zombie. Oh, psch, psch. Hallo. Hä, hallo. Ich komm ran. Nimm mit. Ich hab's. Ah. Hallo, Pistole. Komm bitte wieder zurück zu mir. Nee. Oh, hab den Kopf wieder angehauen hier. Hallo. Thank you. Come again. Und somit hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren kleinen VR-Projekt, yay, das ich hier starten möchte. Das Spiel heißt We Are Amazing Files Horror Hospital. Da geht bei mir der grüne Laser los. Ich hoffe, die Qualität passt einigermaßen. Es tut mir leid für... ups, wäre auf den Knopf gekommen. Jetzt sagt der Qualität und alles ist verkrisselt. So. Mikrofon, tut mir leid, kann ich nicht ändern. VR halt, wir. We are the world. We are the. Müssen uns bewegen, auf jeden Fall. Ja, das Spiel ist im Multiplayer, aber auch im Singleplayer möglich. Wobei Multiplayer ist semi-geil, weil sehr verbuggt. Darum starten wir Singleplayer und wir befinden uns im ersten Raum. So. Ich habe vorhin schon eine kleine Aufnahme gestartet. Ich habe eine Hand. Gestartet und weiß, dass sich die Kamera da oben befindet. Also hallo! Hoffentlich. Vorher war es zumindest auf jeden Fall so. Ihr könnt leider die Wand hier nicht sehen. Da ist eine Pistole und eine Schrotflinte und ganz viel geschrieben dazu, wie man sie bedienen muss. Hallo! Bewegen tut man sich durch Teleportation. Gehabt. Hier steht Szene 1, Szene 2. Amazing, we are amazing files. Updated Hospital. Aberdant! Oh, das war die Decke. Verliere wieder total die Orientierung, weil immer alles irgendwie anders ist und so. Darum, wir hauen rein. Oh, es klappt. So, ab jetzt sollte ich eigentlich auch bei euch in der Ego-Perspektive stehen. Alles hier. Taschen, die ich benutzen kann. Knarre, die ich hier hinlegen kann. Ein Holster, ein kleines. Da oben liegt eine Hand. Sieht aus wie meine Hände, sind auch abgetrennt. So, gucken wir mal hier. Das nehmen wir schon mal mit. Das nehmen wir mit. So. Schön hin. Die lasse ich liegen, weil wir haben schon rausgefunden, dass es gibt eine Schrotflinte, aber die war bisher sehr verbuggt. Die konnte man nicht nehmen. Geht das? Muss gucken, wo ich bin. Wir gucken mal raus. Oh, da fängt bei mir die Wand an. Aber ich komme noch ein Stück. Oh. Hello. Du da draußen. Hast was Feins gefunden zum Fressen, ja? Lass den mal lieber. Ich ziehe den Kopf wieder aus dem Regal, also im richtigen Leben. Machen wir Türchen zu. Ja. Also, Szene 1 kennen wir schon ein bisschen. Also, ich sage immer wir, ich und Hellfire. Wir haben das zusammen versucht aufzunehmen. Wie gesagt, war aber so verbuggt, dass wir das dann einfach sein lassen mussten. Oh, ich bin zu dick, um Leitern hochzuklettern. Hallo? Miep? Okay, alles gut. Warte mal. Hallo?
Hallo, 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 hallo. Ist da wer? Ist wahrscheinlich keiner drin. Okay. Ist schrecklich gruselig hier. Zumindest springt mir nichts an. Gehen da mal rein. Ah! Ich hab den vergessen, mein Headset ist scheiße laut. Ah! Halt, Gorschen, es gibt gleich die eine geklatscht hier. Blöder Lump, du. Halt, Schnauze jetzt. Oho, Wand. Hallo da unten, hallo, hallo, ist da wer? Nein? Okay. Ich glaube, da können wir runter. So, so bin ich unten hier. Geil. Ist ja schön. Oh, guck, da ist ein... Haha. Lieber Bein dran als Bein ab. Bein nahe. Tuk, tuk, tuk. Legen wir mal hier hin. Lass los. Oh, jetzt muss ich mal gucken. Komme ich bis am Boden? Ich komme bis am Boden. Okay. So, dann kommen wir mal hier rein. Hallo. Oh, da ist was. Ey, komm mal her. Ey, komm mal her. So, machen wir gleich hier hin. Läuft. Machen wir gleich wieder zu. Wo ist denn hier? So. So. Ich glaube, das kennt ihr aber von euch zu Hause auch. Also wenn ihr den Schrank nicht direkt am Griff nehmt, sondern irgendwie hier. Ja, jetzt geht's. Du. Noch keine Scheibe drin. Ach, jetzt. Okay. Ja, das ist, ja. Das, Kommen wir noch hier rein. Oh! Mal kurz. Schon der Schmarrn hier. Bleib zu. Muss ich ja auch machen, wenn ich hier reingreifen kann. Hallo. So, also Spiel ist auf jeden Fall. Atmosphäre ist gruselig. Das ist ein ganz großer Pluspunkt für die Jude Pistole. Nee, warte. Ich hab's. Ist auf jeden Fall ein Pluspunkt für das Spiel. So, habe ich das jetzt noch gemacht? Hier? Nee. Oh, das wollte ich nicht. Das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm. Was habe ich denn noch hier? Nein, will ich nicht. Wer ist denn die? Hallo? Ah, so. Scharf. Ist scharf, ja. Nee, du gehörst dahin. So, machen wir zu hier. So. Muss mich nochmal orientieren, wo ich genau bin. So. Okay, bisher sieht eigentlich alles gut aus. Außer, dass ich zu wenig Munition habe. Wahrscheinlich. Oh, da hat was aufgeblitzt. Jo, was ist denn das? Komm mal her da. Keine Ahnung. Es hat aufgeblitzt. Nehmen es mit. Kann ich auch? Kann ich. Komm schon. Oh, schon runtergefallen. Warte. Ist wieder runtergefallen, meine Latte hier. Ich hab ein Brett. Klang, klang, klang. Oh, das gibt sogar Widerstand. Das ist ein Widerstand. So, gehen wir darüber hier. Oh, ich hab's. Hallo? Ach, bist du jetzt wohl... Ich stell dich mal eben hier hin. Sitz. So, wir haben jetzt eine Pistole. Gucken wir wegen Zielen. Ob ich das dann auch wirklich hinkriege hier. Aha, peng peng. Gut, das sollte eigentlich funktionieren. Aber ich glaube, der wird jetzt gleich auf uns losgehen. Darum. Oh. Hände hoch. Oh, da ist die Decke wieder im Weg. Warte, ich muss wieder gucken, wo ich stehe. Okay. Alles cool. Also man kann sich auch ein bisschen so fortbewegen. Aber Problem ist halt nicht zu weit. Also jetzt hier bei mir kann ich nicht zu weit. Der Gringo! Gringo! Ja,
Ja, Gringo, komm her, mein Freund. Oh, hallo. Oh, sitz. Sitz. Nein. Okay, du war weg. Gut. Haben wir demnach auch? Okay. Kann ich das greifen? Oh, Tatsache. Hallo? Oh, hallo? Konnichiwa, ist nichts drin außer Schrapfledermunition und ich nehme nicht mit Schrapfledermunition. Das war runtergefallen hier. Hab voll. Ah, mein Bein. Ah, nein. So. Wieder nur 18 im Kopf. Das ist ein Magazin. Das gehört hierhin. Das weiß ich schon. Hierhin. Das weiß ich schon. Weil das haben ja Hellfire und ich schon gemacht. Also wir sind hier schon einiges weiter gekommen. Haben dann aber leider Gottes die Schrubflinte immer wieder in die Finger genommen, weil wir dachten, ah, ist vielleicht nur ein Ladefehler. Ach komm, versuchen wir es nochmal. Ist vielleicht nur ein Ladefehler. Ja, es war kein Ladefehler. Hallo? Jetzt. Konnichiwa. Also hier ist immer gestartet. Magazin habe ich mitgenommen. Gut. Na, da hat es auch nochmal so eine. Ja, mal gucken hier. Oh, ist das anscheinend, das geht ganz schön in die Arme hier. Hallo? Au. Ich sollte vielleicht aufhören, mir an die... Haben wir einen Schlüssel? Das einzige Schloss, das ich jetzt gerade sehe, von... wo ist hin? Ah, hier. Ja, komm. Geht. Hallo? Okay, warte mal. Okay. Hallo? Ich bin der Mischmann. Okay. Alles cool soweit. Was haben wir hier? Also, um Code einzugeben. Hier haben wir noch ein Magazin drin. Das würde ich gerne eigentlich mitnehmen. Wenn ich dürfen tun. So, und da drüben ist die Schrotflinte, aber von der lasse ich jetzt mal die Finger. Eigentlich sehr schade, weil ich würde eigentlich auch gerne versuchen, die mal nachzuladen oder so. Bei der Pistole hatte ich schon Probleme, weil es nicht funktioniert hat. Auf jeden Fall hier ist gut. Da liegt auch wieder was Glänzendes, Glitzerndes rum. Ich habe nur noch einen Slot frei. Ich lasse das erstmal. Gucken wir mal hier. Kerzen leuchten, aber brennen nicht. Aber warte mal, ich habe ein Feuerzeug. Das ist kein Feuerzeug. Das ist immer noch kein Feuerzeug. Das ist ein Feuerzeug. Oh, 7593. Warte mal. 7 7 5 9 3. Hat nicht geklappt. Warum auch immer, ich stehe bei einem am Tisch, hat aber auf jeden Fall nicht geklappt. Aber warte mal, es sind auch noch Kerzen. Brennen die? Oh, was zum Fick? Oh, Gottes Willen. Ihhh. Ja, ekelhaft. Warte, wo ist sie hin? Ah, hier. Ah! Hallo? Ich fasse ja nicht unter den Rock, ich versuche sie nur wegzuziehen, ja? Ach Leute, hört doch auf. Hallo? Zum Glück ist da bei mir die Decke. Ich kann gar nicht weiter grapschen. Hallo? Ich kann es aber auch nicht runterziehen. Also 47. 7593. Aber da fehlen zwei, da sind zwei Lücken. Also wäre es 745973. Gucken wir mal. Was haben wir gesagt? 477593. Ist falsch. 4, 7. 7, 4. Ah, so.
7, 4. Nein. 7, 4, 5, 9, 7, 3. Oh je, ich hab was aufgemacht. Ich hab was aufgemacht hier, geil. Was haben wir da drin? Das nehme ich doch gerne mit. Da ist nix drin. So, dahin. Unten. Nur Schrotflintenmunition, das heißt, das lasse ich mal alles hier. So. Hallo? Oh. Geh mal einen Schritt zurück. Hallo, mal hallo. Hör auf, nein, hör auf, nein. Geh drauf, nein. Ah. Aua, lass das. Ich kann mich hier nicht wegbewegen. Achso, jetzt geht. Wie geht das jetzt nochmal? Nein. Nimm die Pistole. Aha. Warte. Bin weg, aua. Um Gottes Willen. Tschüss. Blöder Hund. Ah, das ist mein Schatten, der sich bewegt. Okay. So, jetzt muss ich mal gucken. Wie zum Teufel? Irgendwo muss es doch einen Knopf geben. Oh. Ich muss das Magazin irgendwie auswerfen, aber wie? Nein, das war falsch. Wie bitte? Okay, da hustet sich da drin einen ab. Nein, das will ich nicht. Was habe ich noch für Knöpfe? Ah, schau mal einer an hier. Oh oh. Gib mir das Magazin. So. So. Jetzt. Warte nur, du kleiner. Raus da, Ricola. Okay, ich habe jetzt keine Ahnung, ob der mich treffen kann, wenn ich zu nahe gehe. Oh, da steht auf der Fall. Au! Au! Hör auf! Kann ich den durch die Tür durch vielleicht abschießen? Müsste irgendwie die Tür aufmachen. Oder auch nicht. Ich lasse den einfach da drin. Ah, das war wieder die Decke. Tschüss! Hier! Ein Finger steht noch. Falls du weißt, was ich meine. So, warum soll ich hier... Warum soll ich hier, hä? Ich habe jetzt hier dieses... Das, nein, nicht das. Das da. Eine Hand? Hallo? Okay, geht nicht. Warte mal, wir haben doch eine Hand gesehen. Versuchen wir die Hand zu holen. Halt die Klappe! Halt die Klappe! Halt Klappe! Oh, jetzt ist er still. Eine Hand. Oh. Ich kann da mich jetzt nicht erwischen hier. So, kann ich denn die Hand auch hier? Ah, Tatsache. Hopp. Ah! Sag mal, spinnst du? Dämlicher Hund, der. Blöder Hund, du! Echt, sag mal. Aha, lass es. Aha, geh weg. So. Dann nehmen wir mal die schicke Hand und zugleich auch die Pistole. Hallo? Die Pistole nochmal hin. Ah, so. Soll ja die Tür jetzt eigentlich offen sein? Frage ist nur, will ich da rein? Weiß nicht. So. Nehme ich mal schnell hier hin und guck schon mal ganz scheu hindurch. Okay.
Okay, bisher sieht alles safe aus hier. Ja, da ist das andere Bein. Das zweite Bein gefunden. So, dann haben wir hier einen Schlüssel. Oh, wo ist meine Hand hin? Ja, Schlüssel. Schlüssel. Also ich nehme nicht an, dass es hier durch das was bringt. Da oben ist was Grünes. Warte mal. Der wird jetzt hoffentlich nicht rausgeschossen kommen. Ah, nicht schlagen, nicht schlagen. Also wenn der mich jetzt treffen kann hier oben, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Hup, haha, noch gerettet. So, warte mal, Schlüssel war... Nein, nicht hier. Hier? Haha. Muss aufpassen wegen der Stange hier. Immer schon bei Stange bleiben hier. Au. Okay, hep. Okay. Warte mal, da war doch was. Ich habe noch ein zweites Stück gesehen, das liegt, glaube ich, da drinnen. Oder lag da drin. Oder liegt das da drin? Nein! Nein, oder? Warte, wir legen das mal schnell hier hin. Vielleicht noch ein bisschen so. Voila. Naja, so. Voila. Oh nee, echt jetzt? Wir gehen mal erst schnell mal hier gucken. Mist, das ist wirklich nicht hier drin. Ich hätte ihn hier einschließen müssen. Blöder Hund, du! Jetzt muss ich da nochmal rein. Mal ganz schnell die Tür auf. Und renne weg. So, komm, komm. Ich renne weg, ja, ich teleportiere mich weg. Komm her. Schweinchen dick. War ein? Haha, Schwein. Was? Eine Kugel? Echt jetzt? Oh, oh. Okay. Wer hier? Das Stück ist jetzt nicht da drin. Hallo? Ach, doch, da. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Kleine ist auch noch da. So, hier darf ich mal eben kurz. Dankeschön. So. Aber noch schnell hier, weil ich glaube, ich habe da was vergessen. Zwar das Rad da, das wollte ich noch drehen. Ich drehe am Rad. Ja. So. Ah, schau mal einen an. Gut, ist nichts reingekommen. So, warte mal. Hier? Nee. Ich habe das. Ah, die kann man. Ah, die kann man aneinander packen. Cool. Alles ruhig. Okay. Das heißt, wir können weiter vorrücken. Der schreibt mich nichts an, greift mich nichts an. Ich bin gerade erschrocken. So, jetzt haben wir doch das hier noch. Das gehört hierzu. Das war nicht so klug. So, versuchen wir die mal ein bisschen aneinander zu legen hier. Das geht nicht. Das geht nicht. Wahrscheinlich kann man die nur in einer bestimmten Reihenfolge aneinander legen. Aha. 1, 4, H? Keine Ahnung. Geht auf jeden Fall nicht hier. Nicht so, wie ich es gerne hätte. Ist jetzt hin? Ah, hier. Also, jetzt aber, hallo. So. Oh, oh, bleib's hier. So. 1, 4, 3, 1? Das wäre jetzt das Erste, was mir in den Sinn kommen würde anhand dieser... Wir versuchen es mal. Ist falsch. Okay, was könnte es denn noch sein? Hm.
Ich glaube, 1, 4 ist okay. Die 3 könnte eigentlich auch noch stimmen. Also das wäre 1, 5. Ah, jetzt bin ich ein bisschen gefragt hier, du. Also warte, wir nehmen das mal. Machen wir mal hier hin. So, nehmen wir das mal. Machen wir das mal hier. Das geht nicht. Aha, also das stimmt schon mal nicht so. Ach, warte mal, machen wir das mal weg. Nehmen das mal eben. 1. 1, 4, 3, 1. Aber es könnte auch 1. Vielleicht habe ich das ja verkehrt rum. Aber nimmt es automatisch so in die Hand. Von dem her dachte ich mir eigentlich, dass das so stimmen sollte. Das sollte ja total verkehrt sein. Und hier passen auch die Zahlen gar nicht zueinander. Nein, ich will das. Hallo? Hab meine Hand wieder. Ich will. Immer noch das hier. Das passt hier wie die Faust aufs Auge. Okay. 3-1 muss eigentlich stimmen. Ich mach 1-7, 1-3 ein. Ich sehe aber auch nichts irgendwo, wo ich es ranheften könnte oder ranklicken könnte oder so. Können wir da eigentlich durch die Tür gucken? Nee. Geht gar nichts hier mit der Tür. Ist zu. Wegen zu geschlossen heute. 7-3-1. 9-4-3-1. 9-7-3-1. 5-5-5. 0-190. Hier, komm. Klick. Okay, haben wir. Es sind nicht mehr so viele Kombinationen. Gleich hab ich's. Hab's nicht. Mal jetzt. Ich nehme da die Teile mal mit mir. So. So. Hallo? Hand? Rand. Ein Magazin und ein Feuerzeug. Feuerzeug, hat er gesagt. So, und jetzt? Kann ich hier noch irgendwas tun? Ich glaube nein. Warte mal. Seht ihr diesen weißen Schatten? Könnte es denn sein, dass der nur vom Fenster her rührt? Ja, kann sein. Ach, ich hab's mal voll ins Gesicht kauen hier. Zu. Ja. Keine Ahnung. Hier nochmal einen ersten Raum gucken. Vielleicht finde ich da noch was. Ich glaube nicht. Nein, es ist ja nur eine vierstellige Kombination. Hier haben wir sonst wirklich nichts mehr gefunden. Also die Kleine da, aber die lassen wir da weiter sitzen. Hat die eigentlich am Rücken? Wo ist denn das? Trinkflasche? Hast du Alkohol dabei, ha? Kleine. Oh. Das ist ein schönes Bild. Ui. Merkwürdiges Bild, das hier hängt, aber okay. Hier, auch ein merkwürdiges Bild. Oh. Ja. So, nee. Gehen wir mal hier hin. So, können wir hier besser auslegen. So. Also warte mal, das Dingens kommt auf jeden Fall hier so hin. Aha. Muss ich euch aber ehrlich gesagt gestehen, dass wenn wir das hier so hinlegen,
wenn wir das hier so hinlegen und das da hier dazwischen legen würden, dass das gar nicht passen kann. Wartet, ich stell mich mal eben schnell einen Schritt weiter nach hinten und teleportiere mich weiter vor. So. Also so geht das nicht. So macht es einfach keinen Sinn. Selbst so macht das keinen wirklichen Sinn. Was soll denn das für eine Zahl sein? I3? Vielleicht habe ich aber auch, vielleicht fange ich auch komplett verkehrt an. Dann wäre es nämlich 1, 5. Und was soll das sein? Ich? Nein, ich will das nicht. Ich will das nicht in meiner Tasche. Das wäre dann schon sehr umständlich, wenn es dann wirklich auf dem Kopf sein müsste. So, versuchen wir das nochmal. So. Das gibt eine 3 und eine 1. Sieben, vier, drei, eins. Ich hab's. Yay, ich hab's. Ja, geil. Hallo. Gleich vorne. So. Hallo. So. 7, 4, 3, 1. Yay! Hallo. Oh. Da liegt einer. Warte mal kurz. Okay, er liegt auf jeden Fall immer noch. Hallo. Ich habe keine Schrotflinte, also bitte haltet euch im Zaum. Ah! Ich wusste es doch. Schieß ihm in den Kopf. Oh, 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 oh. Warte, nein, das mache ich nicht, sonst werde ich gleich wieder gefressen. So, Magazin auswerfen. Nein, nicht Knarre fallen lassen. Oh. Ich muss die mal eben schnell hier. Entschuldigung, darf ich mal kurz. Magazin auswerfen. Das war falsch. Oh nein, nicht schon wieder. Magazin auswerfen. Neues Magazin, gib her. Rein damit. Komm schon, krall es dir. Nimm es, nimm es. Oh oh. Huhu. So und jetzt, komm. Schnapp es dir. Also die Steuerung ist echt bescheiden. Oh oh. Ich kann es nicht. Mach zu. So. Au, ah, lass das. Ah, ich stehe einen Kilometer weit weg von der Wand. So. Hallo? Ist mein Magazin rausgefallen? Nein, oder? Dann müssen wir jetzt oben durchgehen. Warte mal. Halt dich. Fest. Nicht erschrecken, jetzt kommt gleich wieder dieser... Trotzdem bin ich erschrocken. Blöde. Blöde Kack. Oh, jetzt schnell raus. Gucken. Mein Magazin. Da ist mein Magazin. Wo ist denn? Ich hab's. Hä? Wo ist denn der hin? So, komm. Hallo. Oh nein. So, und jetzt? Schnapp's dir doch. Ah, läuft. Wo ist denn der jetzt hin? Ah, da drin ist er. Hi, Großer. Hallo. I, was macht denn der? I! Alter, nein! I, was machst du? Hallo! Ich rede mit dir!
Was machst denn du mit der? Ich glaube, er ist tot. Steht jetzt zwar wieder auf, aber ich glaube, er ist tot. Was fällt dir ein, das arme kleine Küken, ja? Die hat da einen Baseballschläger auf dem Rücken. Oh, kann ich den mitnehmen? Bleib doch mal hier jetzt. Hallo, hallo, hallo. Ich will deinen Baseballschläger. Ich kann den nicht nehmen zu können. Puh, schade. So, aber ich glaube, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Danke fürs Dabeisein. Das war eine haarsträubende erste Folge. Und ich hoffe, seid ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei. Wieder mit dabei. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt. Ich weiß nicht, wie lange die Folge ist. Auf jeden Fall, das war's jetzt für die erste Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Irgendeine Kamera oder immer noch Ego-Perspektive? Ich weiß es nicht.